Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Arena Battles. Wir treten hier an gegen Lady Kaitos, die derzeit zwei Orden hat und sich mittlerweile wirklich ihren dritten Orden holen muss. Sonst war es das leider für sie, weil wir ja mittlerweile aussortieren und mittlerweile sind halt schon alle Leute raus, die keinen Orden hatten. Also die noch nie gekämpft haben, die keinen Orden hatten, die einen Orden haben und die zwei Orden hatten, fliegen jetzt eben auch bald raus. Deswegen wünsche ich ihr sehr, sehr, dass sie das hier hinbekommt. Vielleicht hat sie sich auch den dritten Orden schon irgendwo anders geholt. Ich weiß es gerade eigentlich gar nicht so genau. Ja, wir haben ein bisschen wieder das Team umgestellt. Und zwar haben wir Mega-Despotar jetzt mit dabei. Und außerdem auch noch wieder Ed, unser Krebutag, weil ich einfach mega Bock auf Krebutag hatte. So, Gyarados haben wir dieses Mal zu Hause gelassen. Sie hingegen hat ein Gyarados und hat auch sehr, sehr viele Drachen-Pokémon. Beziehungsweise sind Gyarados und Glurak natürlich Pokémon, die ja, ein bisschen besser dagegen aufgestellt sind. Ne? Aber Urhafnir, Trikefalo, Knackrak, allesamt sehr, sehr schnelle Pokémon, aber anfällig gegen Eis. Also Mr. Sniff müssten wir uns aufheben. Und ich vermute irgendwie, aus irgendeinem Grund, dass sie mit Gyarados beginnen wird. Ich bin mir absolut nicht sicher, was das angeht. Keinen blassen Schimmer. Aber ich glaube, sie beginnt mit Gyarados und wir beginnen daher mit Mafuba. Ansonsten können wir auch so generell jedem eine Verbrennung oder sowas reinhauen. Und Mr. Sniff heben wir uns eben auf für den Moment, wo dann Gyarados, zumindest Gyarados, down ist. Gegen Glurak können wir vielleicht auch noch ein bisschen was ausrichten. Je nachdem. Muss man sehen. Okay, auf geht's in dieses Kämpfchen. Es sollte machbar sein, also sehr gut machbar sein, aber man weiß halt nie, was passiert. Sie beginnt mit Minerva, also Urhafnir. Das war genau das Pokémon, auf das ich jetzt nicht gehofft habe hier an dieser Stelle. Okay, was wird da kommen? Eine Drachenattacke. Draco Meteor vielleicht tatsächlich. Wäre eine Möglichkeit, ne? Ja, aber Urhafnir hat eigentlich keine Möglichkeit, sich zu pushen. Ich gehe daher einfach mal auf. Über die Hälfte wird es mir auch nicht abziehen können. Ich gehe auf Irrlicht. Vielleicht wechselt sie aus. Ja, sie wechselt tatsächlich aus. Mit Kehrtwende allerdings. Das ist okay. Das macht ein bisschen Schaden. Und ich hoffe, dass jetzt nicht Glurak reinkommt. Weil dann hätten wir den Zug verschwendet, leider Gottes. Mal gucken, was kommt. Und es kommt Eris. Das ist ihr Trikefalo. Okay, das ist in Ordnung. Zwar auch nicht optimal, weil Trikefalo auch wieder ein spezielles Pokémon ist, aber immerhin haben wir es mal verbrannt jetzt hier an dieser Stelle. Okay. Jetzt ist halt die Frage, was kommt von Trikefalo? Kommt da jetzt ein Draco-Meteor? Es wird irgendwas Offensives kommen, auf jeden Fall. Zauberschein, kann das nicht auch Zauberschein? Ich glaube aber, dass Trikefalo uns auch nicht besiegen wird. Daher gehen wir auf einen Leitteiler. Wir gucken mal, was kommt. Eine Donnerwelle. Das ist doof. Das ist echt doof. Vor allem, weil wir mit Leitaler jetzt eventuell Trikefalo sogar heilen könnten. Vielleicht machen wir minimalen Schaden. Ja, ganz klein bisschen Schaden. Naja. Okay, die Paralyse ist ungeil. Aber was willst du machen? Trikefalo mit Donnerwelle. Okay. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Ehrlich gesagt. Ja, aber was kommt jetzt von Trikefalo? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es könnte sogar ein Wechsel kommen, weil sie nochmal mit Leitteiler rechnet. Wir sollten vielleicht mal wechseln, aber es könnte halt ein Draco-Meteor werden. Und ein Draco-Meteor wäre schon extrem ungeil. Deswegen weiß ich halt nicht, auf was wir wechseln sollten. Eigentlich sind wir mit Mafuba gut aufgestellt hier an dieser Stelle. Und ich gehe daher, glaube ich, tatsächlich auf einen Leitteiler. Es kommt ein Feuersturm. Okay, das ist in Ordnung. Mach mir so viel Schaden, wie du willst. Viel wird es halt nicht sein. Und wir gehen auf Leitteiler. So, dann ziehen wir dir ein paar KP ab, geben uns ein paar KP zurück. Ist zwar nicht viel, aber immerhin etwas, ne? Und wir bekommen die Überreste, du verlierst durch Verbrennung. Also dieses Duell wirst du nur schwer gewinnen können. Ob jetzt nochmal Feuersturm kommt? Weil wenn ja, könnte man halt tatsächlich wechseln. Auf Despotar halt zum Beispiel. Despotar dürfte eh eigentlich alles gut aushalten. Aber so eine Paralyse wäre halt schon ziemlich ungeil. Deswegen, was machen wir? Und jetzt schon auf Tiefschlag gehen macht irgendwie auch wenig Sinn. Wir könnten auf unser eigenes Trikefalo wechseln.
Oh Mann, wir sind irgendwie so in so einer komischen, festgefahrenen Situation. Das ist ein bisschen ungeil. Ich glaube, ich gehe auf Leitteiler. Wir haben mit Leitteiler eigentlich so gut wie nichts zu verlieren. Es wird jetzt zurückgerufen? Okay, dann füllen wir unsere KP wieder auf. Es sei denn, da kommt jetzt ein Ninja-Turm oder so. Das wäre ziemlich kacke. Aber nö, es ist ein Glurak, das ist okay. Machen wir ein bisschen Schaden. Und sind damit sogar fast wieder fit. Hervorragend. Durch die Überreste sind wir dann wieder fit. Also ich glaube nicht ganz, aber so gut wie. Ja, und jetzt verbrennen können wir es nicht. Das heißt, wir sind hier ein bisschen aufgeschmissen. Würde ich mal behaupten. Glurak ist halt super gefährlich. Deswegen gehe ich mal auf den Tiefschlag, um schon mal ein bisschen Schaden reinzudrücken. Es ist fehlgeschlagen. Oh, shit. Drachentanz, okay. Drachentanz ist tatsächlich ziemlich ungeil. Okay. Okay, Drachentanz ist ungeil. Es könnte auch noch ein Mega sein, es könnte aber auch ein Mega Gyarados sein. Drachentanz. Also es ist für uns nicht so das krasse Problem, glaube ich. Naja. Nee, es sollte nicht so das krasse Problem sein. Ich denke, sie wird weiter auf Drachentanz gehen. Wir gehen jetzt auf Ed. Ich hoffe mal, dass sie weiter auf Drachentanz geht. Weil wenn jetzt ein Solarstrahl oder sowas kommen würde, wäre das für Ed eher ungeil. Mal gucken. Es kommt ein weiterer Drachentanz. Okay, hier haben wir jetzt die Wasserdüse. Die ist nur Stärke 40. Durch Step kommt sie auf Stärke 60. Durch Anpassung auf Stärke 80. Durch sehr effektiv auf Stärke 160. Kann reichen. Muss aber nicht. Okay, wir gehen auf Wasserdüse. Sie kennt Krebotag mittlerweile auf jeden Fall, wenn sie die Videos gut guckt. Deswegen überlegt sie jetzt vielleicht auch hier, ob sie angreift, ob sie nicht angreift, ob sie wechselt. Wenn wir Glurak zum Auswechseln bringen, dann ist das auch vollkommen okay. Oh, okay. Sie benutzt das Glurak nicht Y. Das ist nicht gut, weil jetzt die Sonne rauskommt. Und mit der Sonne natürlich unsere Wasserdüse wieder geschwächt wird. Und damit so gesehen die Schwäche Wasser vollkommen neutralisiert wird. Das ist nicht ganz so cool. Damit werden wir es jetzt nicht mehr besiegen können. Definitiv nicht. Hätten wir auch vorher nicht. Scheinbar. Jetzt kommt Erdbeben. Okay. Aber ein physisches Glurak Y. Interessant. Wir leben noch. Okay, dann gehen wir auf eine weitere Wasserdüse. Mehr bleibt uns ja nicht übrig. Und das ist im Prinzip genau das, was wir erreichen wollten. Ein bisschen Schaden reindrücken. Wir haben es leider zugelassen, dass es sich hier Dragon Dance. Und das ist ziemlich ungeil. Aber naja. Wir haben es nun mal zugelassen. Jetzt müssen wir mit den Konsequenzen leben. Und eben das eine oder andere Pokémon opfern, um es down zu kriegen. Ja, wir gehen jetzt auf Mr. Sniff. Ist zwar irgendwie doof, aber was willst du machen, ne? Muss ja sein. So, um es sicher down zu kriegen, müssen wir auch auf Eiszapfhagel gehen. Werden wir machen. Wenn es wechselt, dann wechselt es. Da kommt der Flammenblitz. Okay, der macht ja sogar nochmal Selbstschaden. Ah, das ist halt echt doof, dass wir jetzt nur noch ein KP haben. Das ist ungeil, weil wir gerade die Eisattacken super, super gut bräuchten. So, Rückstoßschaden, Eiszapfhagel kommt. Okay. Naja, gut. Aber würde sich nicht eigentlich ein Glurak X mehr anbieten mit Drachentanz? Eigentlich schon, oder? Weil Glurak Y hat ja einen höheren Spezialangriff. Und Glurak X eben einen höheren physischen Angriff. Und jetzt kommt Mitra wieder rein. Beziehungsweise nicht wieder, es kommt überhaupt mal rein. Das ist das Gyarados. Auch kein Mega-Gyarados, wie wir ja schon gelernt haben. Und da wird jetzt irgendwas kommen. Wir gehen mal auf Mafuba, um den Angriff zu senken. Ich denke, das könnte nicht unbedingt das Schlechteste sein, was wir tun können. So, das Glurak ist ja jetzt down, ne? Das heißt, jeder, der eingewechselt wird, wird von Irrlicht getroffen auch tatsächlich. Es sei denn, es ist bereits irgendwie durch eine Statusveränderung angegriffen worden. Okay, Erdbeben macht halt super wenig Schaden. Das kriegen wir sehr gut ausgehalten. Von daher wird jetzt eventuell ein weiteres Drachentänzlein kommen. Was auch ziemlich ungeil wäre, oder? Egal, wir verbrennen es erstmal. Dann sind schon mal zwei Drachentänze umsonst. Okay, es wechselt aus. Rechnet wahrscheinlich mit einem Irrlicht hier an dieser Stelle. Und es kommt Iris. Iris hatten wir schon mal. Das ist das brennende Trikefalo. Okay.
Sonnenlicht ist nach, das ist auch in Ordnung. Dadurch ist zumindest der Feuersturm jetzt nicht sonderlich stark. Jetzt kommt die Verbrennung wieder. Damit ist es schon unter der Hälfte. Ich weiß halt nicht, ob sich ein Leiter da hier noch lohnt. Weil im Moment würden wir es hochziehen. Allerdings ist so ein Tiefschlag auch eher so, meh. Ich gehe aber mal auf einen einzigen Tiefschlag. Wir gucken mal, was passiert. Tiefschlag kommt, Tiefschlag schlägt fehl. Es geht auf die Donnerwelle, okay. Hat vielleicht auch mit einem Wechsel gerechnet, das ist in Ordnung. Weil wir bekommen keinen Schaden, Iris bekommt schon Schaden, das ist alles ganz in Ordnung. Nur, dass wir den Tiefschlag nicht mehr so oft zur Verfügung haben, das ist ein bisschen doof. Ich glaube, dass jetzt ein Wechsel kommen wird, deswegen gehe ich auf Irrlicht. Es kommt ein Feuersturm, okay. Ich poke im Moment so ein bisschen falsch immer, aber das passt schon. Ja, 79 KP, okay, wir wären eh paralysiert gewesen, von daher ist es egal. Jetzt macht die Verbrennung aber so viel Schaden, dass wir mit einem Tiefschlag definitiv töten könnten. Sollte vielleicht reichen, vielleicht auch nicht, ansonsten regelt es die Verbrennung dann. Wir gehen auf Tiefschlag, Tiefschlag kommt, Tiefschlag trifft, Tiefschlag reicht nicht aus. Okay, dann kriegen wir jetzt nochmal einen Feuersturm, leider auf den Wanst. Das ist okay. Das ist in Ordnung. So, Problem ist jetzt bloß, dass Mafuba nicht mehr allzu viel KP übrig hat. Das heißt, die nächste Attacke zu überleben wird relativ hart werden. Und es wäre eigentlich ziemlich geil, wenn wir irgendwen noch mit einem Irrlicht besehen könnten. Gerade Knackrak und Garados, da wäre es schon sehr wichtig, wenn die brennen würden. Oder zumindest wäre es sehr hilfreich. Aber okay, we will see. Irenien kommt jetzt. Das ist das Knackrak. Das Knackrak wird höchstwahrscheinlich mit einem Erdbeben angreifen. Weil es die stärkste Attacke ist. Heißt, wir könnten auf Missgebot wechseln. Aber ich glaube, das macht halt wirklich wenig Sinn noch. Weil wenn es eine Drachenklaue ist, ist Missgebot halt tot und Mafuba, da können wir eh nicht mehr so viel mit anfangen. Deswegen gehe ich auf, falls wir überleben sollten, auf einen Leitheiler. Wir werden nicht überleben, Erdbeben kommt, okay, das wird definitiv reichen. Von Garados hat es eben schon genügend abgezogen. Sehr schade, dass Mafuba hier down geht, aber okay. Ja, wir werden jetzt auf Mr. Sniff wechseln. Und Mr. Sniff ist auf jeden Fall schneller als Irinien. Das ist klar. Jetzt stellt sich mir die Frage, kommt jetzt der Wechsel auf Garados? Weil eigentlich wäre es das Sinnvollste. Oder? Ich denke schon. Wenn sie jetzt richtig pokert, bleibt sie mit Knackrak drin. Aber sie weiß eigentlich, Knackrak hat eine Doppel-Eisschwäche, das wäre tödlich, es hier drin zu lassen. Deswegen wird sie wechseln und das Einzige, was keine Schwäche Eis gegenüber hat, ist Garados. Deswegen gehe ich auf den... Wir könnten natürlich auch auswechseln. Auf ein Pokémon, das Garados vollkommen überlegen ist. Aber da wir schneller sind, würden wir den Bedroher abbekommen. Das wäre auch nicht so geil. Deswegen bleiben wir drin, gehen auf den Abschlag und hoffen, dass Irinien zurückgerufen wird. Es ist eigentlich schon egal, wer jetzt reinkommt, aber es wird Garados wahrscheinlich sein. Mitra kommt... Und dann werden wir leider unseren Angriff ein bisschen verlieren, aber können zumindest einen relativ starken Abschlag raushauen. Der vielleicht über die Hälfte... Ah, nicht ganz. Aber der Walschal ist weg. Ein Walschal. Ah, okay. Es hätte uns damit überholt. So sind wir jetzt nochmal schneller. Wir können aber definitiv nicht finishen. Deswegen werde ich auf Missgebot gehen. Es könnte zwar auch ein Eiszahn kommen. Damit rechne ich jetzt aber erstmal nicht, sondern eher mit einem Erdbeben... Oder mit einer Kaskade, sowas in die Richtung. Und Erdbeben würden wir zumindest abfangen. Und Kaskade würden wir überleben. Es kommt ein Drachentanz. Okay. Das ist sehr gefährlich. Besonders, weil wir kein Fokusgurt-Pokémon mehr haben. Wir müssen es also schnellstmöglich downhauen. Mit einem Draco-Meteor können wir nichts falsch machen. Definitiv nicht. Wir sind sogar noch schneller und es geht daneben. Eiszahn überleben wir aber, oder? Ja, aber auch nur gerade so. Draco-Meteor again. Okay, dieses Mal treffen wir... Ich weiß nicht, ob es reichen wird. Ich glaube sogar fast nicht. Es reicht, okay, wunderbar. Trigefalo allerdings auch schon fast down. Okay.
Wir wissen, Knackrak ist schneller als Trikefalo. Zwar nur um ein paar winzige Pünktlein, aber es ist schneller. Das heißt, wenn alles in die Initiative gepumpt wird, überholt es uns. Wenn nicht alles in die Initiative gepumpt wird, dann nicht. Und ein Walschall kann es nicht mehr tragen, weil den Gyarados bereits hatte. Es wird schwierig werden. Aber mal gucken, wer kommt. Hathor kommt. Das ist das Brutalanda. Okay. Brutalanda. Kann natürlich theoretisch auch einen Drachentanz. Warte mal, wir haben jetzt noch Brutalanda als Gegner. Wir haben noch Knackrak und Uhafnir. Bei Knackrak, also alles, alle drei haben eine Doppel-Eisschwäche, ne? Okay, ich bleib drinne, weil Missgebot wird sowieso nicht mehr so viel reißen können. Von daher kommt hier ein weiterer Draco-Meteor, der hoffentlich trifft, trifft er. Dann wird es über die Hälfte, denke ich, abziehen gegen Brutalanda. Und je nachdem, was jetzt kommt, mal schauen. Es reicht sogar immer noch aus. Okay, krass. Brutalanda also auch direkt down. Ja, das ist natürlich perfekt jetzt. Für uns. Damit habe ich nicht gerechnet, dass Brutalanda auch noch down geht. Aber gut. Jetzt hat sie noch Knackrak und Uhafnir. Uhafnir brennt. Und Minerva kommt. Ah ne, Uhafnir brennt gar nicht. Das war Trikefalo. Sorry, habe ich verwechselt. Uhafnir wird höchstwahrscheinlich schneller sein als wir. Wir bleiben daher trotzdem drinne, gehen auf den Draco-Meteor. Aber es kommt mit dem Luftschnitt. Das wird reichen. Okay. Und Uhafnir ist kacke schnell. Snibuna ist auch kacke schnell. Aber ich weiß nicht, wer von beiden schneller ist. Und Gatsyar kann auf jeden Fall noch was ausrichten gegen Uhafnir. Gegen Knackrak wird es da eher schwieriger. Ich glaube, wir haben vielleicht sogar einen Eishieb. Ich glaube nicht. Ich glaube, was haben wir für Attacken? Haben wir den Eishieb? Nee. Wir könnten uns megern und auf Drachentanz gehen. Ich glaube, eine Attacke überleben wir auf jeden Fall. Eine zweite würde ich jetzt auch fast sagen. Wir riskieren es jetzt einfach und gehen auf Drachentanz. Minerva wird tatsächlich zurückgerufen. Okay. Und Erinien kommt. Ja, Erinien ist natürlich sehr gefährlich. Aber ein Glück haben wir nur gedrachendanced. Das ist sehr wichtig für uns. Okay. Da haben wir jetzt ein Mega-Despotar mit Drachentanz gegen ein Knackrak. Wir sind schneller. Also schneller, ja, würde ich sagen schon. Wir sind auf jeden Fall viel stärker. Aber wir haben halt nicht die perfekte Attacke dagegen, ne? Ich gehe trotzdem in die Offensive auf einen Knirscher, weil damit können wir die Verteidigung sonst auch nochmal notfalls senken. Von daher, go. Über die Hälfte macht es. Ja, sogar fast alles. Und Erdbeben packen wir. Erdbeben packen wir. Packen wir nicht, weil es ein Volltreffer war. Okay. Oh, wir haben den Sandsturm jetzt draußen, ne? Das ist nicht gut für Mr. Sniff. Oh, shit. Aber wir müssen eigentlich mit Mr. Sniff Erinien raushauen. Weil Gigakus ist zu anfällig, was ein Erdbeben angeht. Aber dann... Ah, scheiße. Ich glaube, wir könnten es verlieren jetzt. Aber Gigakus gegen Uhafnir. Uiuiui. Es würde safe darauf hinauslaufen, wenn wir jetzt auf Mr. Sniff gehen. Aber der Sandsturm endet nicht mehr. Und mit Gigakus werden wir Knackrak nicht bekommen, weil Knackrak schneller ist. Wir sind nicht langsam. So ist es nicht, aber wir sind zu langsam. Höchstwahrscheinlich. Deswegen muss ich auf Mr. Sniff gehen. Im Prinzip wäre das Klügste, was sie machen könnte, jetzt auf Uhafnir gehen. Also zu wechseln. Weil dann geht Mr. Sniff down und Erinien steht Piondragi gegenüber. Ich glaube aber nicht, dass sie das machen wird. Gehen wir auf einen Eiszapfhagel, der ist nicht treffsicher. Aber falls Uhafnir kommt, muss Uhafnir down gehen.
Wie viel Genauigkeit hat es? 90? Draco Meteor ist gerade auch daneben gegangen, ne? Okay, wir werden auf Eiszapfhagel gehen. Und es kommt und es trifft, okay. Damit ist Knackrack down. Und leider geht Snibuna auch down. Wir spielen das hier alles nicht so richtig gut, habe ich das Gefühl. Aber Drachen-Pokémon sind halt auch heftig, ne? Brutalanda, Knackrack, Uafnir. Was war noch dabei? Ein Glurak war dabei. Ja, und jetzt haben wir ein 1 versus 1. Holy shit. Beide Pokémon können sich gegenseitig, glaube ich, töten. Eventuell sogar One-Hitten. Aber wir brauchen definitiv den Volltreffer dazu und wir sind langsamer. Ja, wir gehen auf Giftstreich. Mal gucken. Es liegt nicht mehr in unserer Hand. Luftschnitt kann uns zurückschrecken lassen. Zieht aber nicht ganz die Hälfte ab. Ah, Mann, aber wir schrecken zurück. Was ein Luck. Und jetzt kommt der Sandsturm. Wir überleben aber trotzdem. Einen Luftschnitt überleben wir nochmal. Aber wenn sie jetzt noch einen Draco-Meteor hat, dann war es das. Wegen diesem Zurückschrecken und wegen dem Volltreffer Erdbeben und. Wir haben schon relativ viel Pech hier an dieser Stelle. Ich kann nichts mehr machen. Mir sind die Hände gebunden. Dieser Zug wird jetzt entscheiden über Sieg oder Niederlage. Jetzt kommt der Draco-Meteor und er trifft. Ein Draco-Meteor-Miss hatten wir auch noch dabei. Ja, das war jetzt ziemlich glücklich. Wir haben nicht so gut gespielt, das muss man dazu sagen. Wir haben einige Fehlerchen gemacht, glaube ich. Gerade den Sandsturm und dann Snibuna, das war... Die Denkweise war okay. Aber ich habe den Sandsturm nicht beachtet. Und dadurch war Snibuna, was ja eigentlich unser Matchwinner hätte werden sollen, war nicht mehr gut dabei. Na guti. Trotzdem herzlichen Glückwunsch, Kaitos, zum Orden. Ich habe jetzt nicht irgendwie schlechter gespielt oder so, damit du den Orden noch bekommst. Es war einfach viel Pech dabei. Draco Meteor Miss halt, wie gesagt, dann jetzt im finalen Angriff zurückschrecken. Wir hätten es besiegen können, vielleicht, wenn es ein Volltreffer geworden wäre. Ansonsten, Draco Meteor Miss, das Erdbeben-Volltreffer, es war alles super ungünstig. Wir hätten Erdbeben von Knackrack überlebt, glaube ich, als Mega-Despotar. Mega-Despotar hat eine gute Verteidigung. Na guti, was soll's. Wir sehen uns dann jetzt gleich beim nächsten Kampf weiter. Herzlichen Glückwunsch an dich nochmal, Kaitos, zum Gewinn des Unlichtsordens. Und ja. Mann, das ärgert mich jetzt aber. Na guti. Und jetzt haben wir nochmal einen Kampf zwischen Logico und jemandem, den wir noch gar nicht oder so gut wie gar nicht gesehen haben. Nämlich Angelo. Oder Angelo. Ich gucke gerade mal, ob ich hier irgendwo überhaupt eine Statistik zu dem guten Burschen habe. Aber unter Angelo zumindest habe ich jetzt hier nichts stehen. Keine Ahnung, ihr werdet es ja eingeblendet sehen, falls ich hinter Angelo... Es ist aber ein bisschen verwirrend, weil man einen Ingame-Namen hat, dann hat man noch einen DS-Namen, dann hat man noch einen Skype-Namen und dann hat man noch den Namen und den Namen auf YouTube und dann kommt man irgendwann komplett durcheinander, wenn das alles verschiedene Namen sind. Er tritt auf jeden Fall mit einem ganz interessanten Team an und zwar mit Flambirex und zwei Rotoms. Und da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das nicht eigentlich schon ein Regelverstoß wäre, weil Rotom ist Rotom. Egal, ob es jetzt Wasch-Rotom oder das andere Rotom ist. Naja, drücken wir mal ein Auge zu und gucken erstmal in den Kampf rein. Aber ob das so regelkonform ist, bin ich mir selbst gar nicht so sicher. Ansonsten noch ein Voltenso, auch wieder ein Aquana, was wir in letzter Zeit relativ häufig sehen, und ein Durengard. Dann mal schauen, ob seine zwei Rotoms es wenigstens bringen, wenn er sie schon im Doppelpack einsetzen muss. Hat natürlich auch was, wenn man mehrere... Heißt der Angelo mit vielen Leerzeichen? Keine Ahnung. Und Angelo schickt jetzt Angelo in den Kampf. Ich glaube, er mag den Namen Angelo ganz gerne. Uafnir kann auf jeden Fall mit Flammenwurf beginnen und das bringt Durengard schon in große Probleme. Mit einer Citrobeere gespielt. Okay, Angelo geht auf den Schwertanz. Aber, ja, Uafnir wird er nicht überholen können. Von daher, auf jeden Fall, das erste Pokémon down. Durengard wahrscheinlich nicht allzu optimal gespielt. Und von daher war es das mit diesem kleinen Rakali. Und es kommt Flambirex nun rein. Ein Kampf-Pokémon, gegen das Uafnir ja auch
locker was in der Hand haben sollte mit Luftschnitt. Aber Nujiko wechselt raus, geht auf Gyarados. Ich weiß, dass Flambirex Stromstoß unter anderem kann oder Kopfstoß. Und Kopfstoß ist, glaube ich, auch eine Gesteinsattacke. Wäre also sehr schmerzhaft geworden für Gyarados. Von daher, ich wäre einfach mit Oafnir drin geblieben und hätte Luftschnitt eingesetzt. Das hätte wahrscheinlich sogar gereicht. Hätte ich jetzt einfach mal gesagt. Gyarados geht nun auf Drachentanz. Damit steigt der Angriff von Fluffy und natürlich auch die Initiative. Und es macht gleich nochmal weiter und kann sich gegen Aquana hier eigentlich in aller Ruhe pushen. Einzige Gefahr ist eben das eventuelle Siedewasser, das Gyarados wieder verbrennen könnte. Und das kann jetzt auch tatsächlich passieren. Volltreffer erstmal, aber keine Verbrennung. Jetzt wird Aquana zurückgerufen. Jetzt ist die Frage, ob Gyarados jetzt attackiert mit einem Erdbeben. Damit würde zumindest ich rechnen. Tut es aber nicht. Ein weiterer Drachentanz kommt. Gegen Rotom sieht Gyarados aber, glaube ich, relativ alt aus von den Attacken her. Eiszahn ist halt echt so das Schlechteste, was man da, glaube ich, wählen kann. Also wenn sie Kaskade hat, dann würde das zumindest noch Zap bekommen und wäre stärker. Es sei denn, sie will freezen oder zurückschrecken, dann wäre das eine ganz gute Möglichkeit. Jetzt kommt der Donnerblitz und damit ist Gyarados natürlich eliminiert. Und Angelo kann ein bisschen aufholen. Dennoch habe ich das Gefühl, dass das hier relativ eindeutig für Nujiko ausgehen könnte. Bin ich mir aber nicht sicher. Ich weiß, wie gesagt, habe ich noch nicht gesagt, aber ich kenne das Endergebnis nicht. Aber irgendwie habe ich das so im Gefühl, weil Durengar zu schnell down ging. Allerdings hat auch Nujiko hier einen Fehler gemacht, war zu gierig auf ihren Drachentanz, ist daher drin geblieben. Und ja, Donnerblitz ist halt bei Rotom gang und gäbe und dadurch hat sie da eben ihr Gyarados down gehen lassen. Jetzt allerdings der Solarstrahl von ihrem Glurak, der Rotom dann ins Grab schickt. Und jetzt kommt Manectric. Das ist ein Voltenso. Ich vermute einfach mal, es ist erstens ein Mega-Voltenso, dass das Vieh schneller sein wird als Glurak und dass es mit Donnerblitz auch Glurak eliminieren kann. Jetzt muss es allerdings auch schneller sein. Ist es auch. Donnerblitz kommt und das wird reichen gegen Patronax. Von daher auch hier der Wechsel auf Skorgla. Vielleicht eine Skorgro, eine bessere Variante gewesen. Midna kommt dann jetzt erst rein. Von daher, der Wechsel hätte es gebracht. Da kommt die Kraftreserve. Wenn die jetzt tatsächlich vom Typ Eis ist, dann ist das ein sehr gut trainiertes, sehr gut trainiertes Voltenso. Und da hat Nujiko jetzt einige Problemchen, denn eine weitere Kraftreserve hält es nicht aus. Da kommt die weitere Kraftreserve. Und damit geht Angelo hier, glaube ich, tatsächlich in Führung. Sein Mega-Voltenso reißt einiges. Und Mega-Voltensos haben wir ja mittlerweile auch schon einige gesehen. Und dass das durchaus reinhauen kann, aufgrund seiner Geschwindigkeit, aufgrund seines Spezialangriffs und aufgrund seiner unerwarteten Eiskraftreserve, die jetzt auch Nova einfach mal zerfetzt, ja, kann es teilweise sehr, sehr krass werden. Okay, wenn es jetzt auch noch Hitzekoller drauf hat, dann hat es wirklich einiges an Vielfalt, die da kommen könnte. Jetzt ein Donnerblitz. Pebbles wird das wahrscheinlich sogar überleben, aber viel mehr wird da auch nicht drin sein. Schmarotzer, der Angriff von Voltenso ist passabel, glaube ich. Aber eher, ja okay, scheint eher schlecht zu sein. Der nächste Donnerblitz kommt und ich glaube, das wird hier ein Sieg für Angelo, denn Nujiko hat nur noch ein einziges Pokémon, wenn ich das richtig im Auge behalten habe, und das ist Vashagwiel. Vashagwiel ist relativ schnell, aber hat eben auch viele Rückstoßattacken, von daher würde es eh irgendwann down gehen, aber der Donnerblitz reicht bereits und da wurde Nujiko einfach mal von Mega Voltenso zerfetzt. Von daher GG an Angelo. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob es regelkonform ist, zwei Rotoms drin zu haben. Könnt ihr gerne mal in den Kommentaren eure Meinung dazu dalassen, ob das zwei verschiedene Pokémon sind oder ob ihr das als gleiches Pokémon ansehen würdet. Aber in diesem Fall ist es jetzt erstmal ein Sieg. Es wurde von Nujiko auch nicht weiter gemeldet oder so als Regelverstoß. Von daher lassen wir das jetzt erstmal einmal durchgehen. Passt schon. Ich meine, das zweite Rotom wurde auch nicht eingesetzt. Eigentlich... Ich bin mir nicht sicher, ob es ein Regelverstoß war. Naja, das soll es aber auf jeden Fall gewesen sein. Herzlichen Glückwunsch zum Flugorden. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Bis dahin und tschüss.